Willkommen in der Toystube. Ja, heute mal wieder eine neue Marvel-Figur. Und zwar ist das wieder eine Figur von ZD Toys. Und in diesem Falle ist es der Ironmonger. Und nach dem Intro gucken wir uns die Figur an. Wir haben hier diese grandiose Box, die sieht sehr, sehr schön aus. Ich habe schon ein paar ZD Toys Figuren euch gezeigt. Die kaufe ich immer bei Kokis Toy. Ist ein Online-Shop aus China. Und ja, da bekommt man diese Figuren zu echt vernünftigen Preisen. Und besonders bekommt man diese Figuren überhaupt, weil in Deutschland sind die so gut wie nicht erhältlich oder gar nicht erhältlich, weil ihr seht es schon, hier ist alles mit chinesischen Schriftzeichen. Und ja, das bedeutet, in Deutschland werden die so gar nicht vertrieben. Und das sind wirklich coole Figuren, wo man echt sagen muss, die ja sind stellenweise besser optisch als Hasbros Marvel Legends oder ich vergleiche sie mal ein bisschen mit verkleinerten Hot Toys Figuren. Die sind im 1 zu 10 Maßstab. Der Ironmonger ist natürlich wesentlich größer als die anderen Figuren, die ich bisher gezeigt habe. Und ich würde sagen, wir schauen hier einfach mal rein. Das Ganze kann man per Magnet öffnen. Und dann seht ihr schon so ein paar Features, die mit der Figur kommen. Hier ist nicht allzu viel Zubehör dabei. Finde ich auch gar nicht schlimm. Manchmal reicht es auch einfach nur eine Figur zu haben. Und das Ganze holen wir hier einmal raus. Das ist so ein Kunststoffeinsatz. Ihr seht es, dann ist die Box leer. Manchmal ist nämlich dahinter noch was mit lauter Zubehörteilen oder was auch immer. Und dann haben wir hier dieses Plastikteil. Ich muss die Kamera mal ein bisschen richten, damit ihr auch was sehen könnt. Da kann man den Deckel hier oben abziehen und dann haben wir die Figur da drin liegen. Und da ist, wie gesagt, gar kein Zubehör dabei, sondern wir haben tatsächlich nur die Figur. Ja, und da seht ihr ihn schon, der sieht verdammt gut aus. Ich finde ihn fast einen kleinen Tick zu dunkel von seiner Farbgebung her. Aber ansonsten, wenn ihr euch das hier anguckt, der Helm und alles sieht sehr, sehr cool aus. Und was die Figur natürlich auszeichnet, dafür musste ich jetzt mal den Handschuh ausziehen. Hier hinten habt ihr eine kleine Klappe. Die kann man dann abmachen. Die steckt in so einem Loch und dann seht ihr da einen USB-Anschluss. Das Kabel ist leider nicht dabei. Es ist kein USB-C. Es ist dieser alte mit den abgeknickten Seiten. Sollte aber jeder eigentlich so ein Kabel fast zu Hause liegen haben. Und wenn ihr dann auf dieses Knöbbele drückt, dann passiert nämlich Folgendes. Der gute Mann leuchtet vorne mit seinem Arc-Reaktor und seine Augen leuchten und das sieht wirklich verdammt cool aus. Das ist ein Feature, was man bei Marvel Legends Figuren, glaube ich, gar nicht bekommt. Sieht sehr, sehr nice aus und das Ganze macht ordentlich was her. Und ihr könnt es mit USB-Kabel wieder aufladen. Ich stecke jetzt seinen Nups hier hinten wieder rein, damit das wieder drin ist. Dann seht ihr schon diese ganzen kleinen Features, die er hier hat. Das kann man alles verstellen und in unterschiedliche Posen bringen. Und auch hier die Arme sind sehr, sehr cool gemacht. Ich hoffe, ihr könnt das alles gut sehen. Das Ganze kann man hier natürlich bewegen. Dann kann man sie drehen. Ihr habt hier die Hände vorne dran. Da lassen sich leider die Finger nicht bewegen. Also das ist wirklich leider ein kleines Manko, was die Figur hat, dass man da keine Finger zusammen machen kann oder so. Die Knie, Beine könnt ihr auch bewegen. Wieder Doppeljoints an den Kniegelenken. Sehr, sehr nice. Und hier unten auch der Fuß ist, glaube ich, minimal. Ja, da seht ihr es, da könnt ihr es bewegen. Und die Teile hier hinten könnt ihr bewegen. Also da, ich hoffe, ihr seht das jetzt alles scharf hier. Das ist alles sehr, sehr cool gemacht. Und dann könnt ihr natürlich auch ein paar coole Posen einnehmen mit der Figur. Hier an der Seite hat er noch einen Raketenwerfer. Das ist schon wirklich alles sehr nett gemacht. Besonders auch diese Teile hier, die man hinten verstellen kann. Hier oben, das ist nur angesteckt. Den Kopf könnt ihr nicht bewegen. Das ist das einzige, ja, kleine Manko auch, weil der ist natürlich mit dem LED-Teil da irgendwie verbunden. Und ja, der ist leider nicht irgendwie jetzt seitlich zu drehen oder irgendwas. Sehr, sehr fest. Ansonsten hier, das könnt ihr alles bewegen. Dieses kleine Schulterteil lässt sich auch minimal verstellen. Die Arme gehen relativ gerade ab zu, ja, spreizen.
Sieht sehr, sehr gut aus. Auch hier habt ihr natürlich Gelenke, da geht es nicht so weit auseinander. Er kann keinen Spagat groß machen, aber auch da könnt ihr die Beine drehen. Also er kann so Spagat machen. Das sieht wirklich gut aus. Ja, hier mal eine Pose, die man mit ihnen einnehmen kann. Ich muss gestehen, mir gefällt die Figur mega gut. Die Kunststoff fühlt sich ein wenig leicht an. Es wirkt ein bisschen günstiger als die anderen Figuren, die ich euch bisher gezeigt habe. Aber alles in allem steht die Figur den anderen in nichts nach. Sie ist wirklich richtig cool gemacht. Und ja, so ein Ironmonger, der kann sich sowieso nicht richtig doll bewegen. Deswegen sind die Posen, die man einnehmen kann, völlig ausreichend. Ich habe es eben vielleicht nicht gezeigt, der Körper hier oben kann auch noch gedreht werden und geht allerdings nur in eine Richtung, warum auch immer das so ist. Er kann sich nicht nach links drehen, ich schalte außerdem immer hier hinten aus, nicht, dass ihr denkt, das Ding hat einen Wackelkontakt, ich komme immer auf den Knopf hier hinten. Ja, er kann nur in die Richtung drehen. Bisschen merkwürdig, aber ist so. Ja, was soll ich noch mehr zu der Figur sagen? Ich finde sie wieder ein sehr gelungenes Teil aus den Iron Man Filmen. Ich liebe sowieso die Iron Man Filme und ja, das Teil ist sehr, sehr cool. Ich hatte damals den Ironmonger von Hot Toys auch, der war auch richtig genial. Irgendwann habe ich halt die ganze Hot Toys Geschichte abgestoßen. Und deswegen bin ich froh, dass es kleine Alternativen gibt, weil ich das Thema immer noch cool finde und ja, gerne sammel. Und die Figuren sind hier wirklich ein Highlight, muss ich echt sagen. Also ZD Toys, eine Empfehlung von mir. Wer das nicht kennt, sollte sich das mal angucken. Ich verlinke euch die Figur bei Kokis Toy. Könnt ihr euch gerne anschauen. Und bei Kokis Toy, wer da irgendwelche Skrupel hat, es klappt alles wunderbar. Ich habe bisher keine Probleme gehabt mit irgendwelchen Lieferungen. Es kann mal sein, oft kommen aus China die Sachen in Luftpolsterumschläge gepackt, dass mal ein Knick im Karton ist. Wer also einen tadellosen Karton möchte, schreibt es vielleicht mit in eure Bestellung rein oder so, dass das bitte gut verpackt wird, dass der Karton keinen Schaden nimmt. Ansonsten sind die Chinesen da leider immer etwas sehr schlumig, dass dann doch leider mal ein Karton eine Ecke hat. Es wird natürlich versucht, so günstig wie möglich zu verschicken und dass man die Figuren dann günstig hier erhält. Und ich habe bisher wenig Probleme gehabt, mal eine angeditschte Ecke am Karton. Kann mal vorkommen. Will ich nur dazu sagen, wer ja irgendwie jetzt auch sehr viel Wert auf die Verpackung legt, die hier sehr schön ist. Sie sind immer sehr schön beschichtet, sehen immer extrem gut aus mit dem Magnetverschluss. Wirklich ein Highlight auch neben der Figur so einen coolen Karton noch zu haben. Jo, ich bin durch mit dem Video. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, einen Kommentar und ein Abo, würde mich tierisch freuen. Ja, demnächst kommen noch mehr Sachen. Ich habe auch noch wieder Sachen von JoyToy, von Warhammer. Ich habe hier Toys, Alien, Predator, es kommt einiges demnächst, was, ja, ich glaube, viele andere Kanäle nicht so zeigen, demnach, also, ja, in Amerika schon, aber auf dem deutschen Markt finde ich selten Videos über solche Spielsachen hier, die finde ich auch es verdient haben, dass man sie zeigt und nicht nur Masters of the Universe, weil gefühlt sammelt in Deutschland jeder nur noch Masters of the Universe und ja, ich finde es immer schön, auch eine Abwechslung zu haben und ich deswegen zeige ich die euch. Damit ihr auch seht, es gibt noch andere Figuren als Masters of the Universe und Hasbro-Figuren hier Star Wars. Also es gibt auch noch andere coole Sachen. Deswegen bin ich da, um den Horizont der Figuren zu erweitern und euch auch andere Sachen zu zeigen, auch wenn ich natürlich selber Masters of the Universe gerne sammle. So, jetzt bin ich raus, also bleibt flockig. Tschüss. Thank you.